Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Quick-Info. Quick-Infos ist das Format, wo wir im Nachhinein immer mal checken, ob wir diese Sendungen, die wir irgendwann gezeigt haben, auch noch den Inhalt so bestätigen, wie er ist. Heute bei mir zwei Mastercoaches, SHT, Roberto, kennt ihr alle. Herzlich willkommen, Ben und Miriam. Hallo. Hallo. Ihr habt euch gesehen, habe ich euch schon auf den Veranstaltungen beim Roberto natürlich, aber ich höre immer mehr von den Menschen, dass das jetzt sich immer mehr verbreitet. Also in vielen Regionen, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, gibt es ausgebildete kleine Robertos. Ich meine, klein kann man zu dir jetzt nicht sagen, das ist nur riesig. Vom Roberto ausgebildete Menschen, die genau das, was er irgendwann gelernt hat, an euch weitergegeben. Und ihr könnt jetzt zu viel, viel mehr Menschen Kontakt nehmen. Genau. Wie ist es denn, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen? Ihr seid doch mitten im Leben stehend, wenn man dich sieht, man sagt, ja, du bist bestimmt Manager irgendwo und du warst früher Model und hast jetzt wahrscheinlich ein Kosmetikstudio. Nicht ganz. Wie bist du dazu gekommen? Du wirst lachen, Norbert. Wir sind tatsächlich über deine Sendung zum Roberto gekommen. Die Miriam hat mich nachts irgendwann mal gerüttelt und hat gesagt, hier Ben, guck mal, das ist sehr interessant, du hast ja Rheuma. Ne? Das ist doch eine sehr interessante Sache. Selbstheilung, die Selbstheilungstechnik, ist das, guck dir das mal an. Ich war aber gerade mittendrin, was anderes zu schauen, ja, und habe gesagt, ja, schick mir mal einen Link, ich schaue es mir morgen an. Ja. Am nächsten Tag sagt die Mary zu mir, sag mal, Ben, hast du dir das Video angeguckt? Ich war im Büro, ich kam noch nicht dazu. Und sie blieb einfach dran, Norbert, und hat gesagt, hier Ben, blieb dran, irgendwann habe ich es mir angeguckt und fand es interessant, ja, okay, ja, schön. Monat später würde ich sogar sagen, hat sie mir zum Hochzeitstag, hat sie mich nach Hannover, war das, ne? In Hannover haben wir ihn zum ersten Mal gesehen, ne? Hat sie mich nach Hannover eingeladen. Ja, und cool. Da haben wir uns das Ganze angeschaut. Und ja, dann habe ich den Roberto auch persönlich kennenlernen, oder wir haben den Roberto auch persönlich kennenlernen dürfen. Und das eine führte zum anderen. Da sagte er, kommt doch mal bei der Ausbildung vorbei, ich glaube, ihr seid dafür geeignet. Ja, und ja, so kamen wir zur SHT. Zurück aufs Thema Rheuma. Wie lange hat es noch gedauert mit dem Rheuma? Du, wenn ich drüber nachdenke, es fing an mit 18. Und hörte jetzt mit 40 auf. Ja? Wow. Und es hat 3 Monate gedauert, bis ich das Thema gekappt habe. Bis es komplett. Und vorher klassisch schulmedizinisch wahrscheinlich alles probiert. Mit Pillen und Bestrahlungen und die teuersten Spritzen, die ihr dann nehmen. Es ist lustig, ich hatte da Spritzen genommen. Das sind TNF-Alpha-Blocker. Das sind im Grunde genommen Spritzen, die dein Immunsystem nach unten drosseln. Denn ist ja besonders intelligent. Ja, genau. Und ich fühlte mich dabei auch nicht gut. Muss aber dazu sagen, sie haben das Ganze, die Schmerzen so und die Symptomatiken, 90% gedrosselt. Also 10% blieb noch da, aber ich fühlte mich nicht gut, weil als ich dieses Beipackzettel gelesen habe, ja, da wurde mir ganz schlecht. Ja. Das denke ich mir, ja. Und wenn man dann, du bist ja mitten im Leben, junger, dynamischer Mensch. Vater von 4. Und wenn du dann liest, was auf dich zukommt, sagst, ups, ob ich das brauche. So ist es. Ja. Und dann 3 Monate aktiv SHT gemacht, während Ausbildung und sonstigen Dingen und dann komplett in den Griff gekriegt. Komplett im Griff. Ich nehme die Spritzen gar nicht mehr, ich spüre nichts. Ich habe keine Schmerzen, keine Symptomatik. Voll beweglich, nichts. Keine voll, Einschränkungen. Voll. Wieder Sport, alles, läuft alles. Ich habe jetzt schon irre Dinge gehört von SHT, von was Menschen mit dieser Technik erlebt haben. Und das ist wieder so eine Bestätigung. Wie war es bei dir, Miriam? Hattest du auch irgendeine Befindlichkeit oder war es reines Interesse? Ja, es ist jetzt, wie will ich es jetzt nennen? Es war jetzt keine körperliche Befindlichkeit, aber meine Seele hat danach gerufen. Ich saß in meinem Wohnzimmer und ich muss auch sagen, ich habe auch alternative Fernsehsender natürlich gesehen, wo Roberto auch aufgetreten ist. Und überall hat es mich einfach angesprochen. Ich wusste, meine Seele ruft. Also ich muss dahin. Und wie Ben auch schon gesagt hat, habe ich dann auch recherchiert. Wir sind vorher sogar, bin ich mit meinem Sohn, weil er Allergien hat, noch zu einem Mastercoach gegangen. Liebe Grüße auch nochmal an die liebe Silvia. Die hat uns nämlich dann auch geholfen. Und da habe ich gemerkt, es funktioniert. Also Robertos Augen haben das für mich... Das ist ja auch eine clevere Vorgehensweise. Genau, oder? Die war auch ganz nah bei uns in der Nähe, also da, wo wir herkommen. Und da habe ich gemerkt, das zieht mich einfach dahin. Robertos klare Aussagen, diese Einfachheit und auch seine Augen, er spricht aus dem Herzen. Und das ist direkt auch da angekommen, wo es ankommen soll, nämlich im Herz.
Und da habe ich natürlich recherchiert, weil mein Sohn, wie gesagt, einen super Gerechtigkeitssinn hat, leider auch eine Tendenz zu viel, so dass er auch Allergien hat. Und da haben wir erstmal die Ursache für uns ermittelt gesucht, und dann ja. auch, genau, und an den, mit den Techniken konnten wir sehr gut arbeiten, so dass mein Sohn keine Allergien mehr hat. Es war sogar so schlimm. Wie lange hat es bei ihm gedauert? Bei ihm ging es noch schneller, das war wirklich ein Monat. Zwei Sitzungen, oder? Es waren zwei Sitzungen. Und genau. Wahnsinn, ja. In zwei, was hat er für Allergien gehabt? Hundeallergie und eine Hasenallergie. Wir mussten unseren kleinen Malteser wirklich abgeben. Weil Levon, also wir haben ihn Blut, also vom Blut her testen lassen. Der Arzt wollte erst die ganze Zeit keinen Allergietest machen, so einen großen, bis ich gesagt habe, er spricht so nasal, das kann nicht sein in der Schule. Die Lehrerin spricht mich ständig an, dass er nicht ordentlich sprechen würde. Dabei hat er mit drei angefangen zu lesen. Ja. Also der ist schon sehr redegewandt, aber ja, dann hat er dann doch das Blut getestet und konnte sehen, dass er, dass er eine Hundeallergie hat und eine Hasenallergie. Und Spritzen wurden uns empfohlen, diese hypogene Allergiegeschichte. Und ich muss auch sagen, ich habe das dann gemacht, dass wir die erste Spritze haben geben lassen. Und dann habe ich mein ganzes System, meine Füße sind rückwärts gegangen, weil ich gesagt habe, nein, nein, das kann ich nicht mehr machen. Und habe das abgebrochen. Ja. Und habe alternativ dann was gesucht. Und da kam das Video von Roberto, wie gerufen. Dann sind wir auch zum Mastercoach, die bei mir in der Nähe war. Es hat gewirkt. Und das muss man sich erstmal vorstellen. Der Mensch ist so gepolt, dass er sagt, was eine einfache Technik, was soll das verändern? Also ob ich jetzt so mache oder so, was bringt das für eine Veränderung? Aber diese Energie, die du mit einer Absicht herbeirufst, das kann dein ganzes Leben verändern, wenn du in die Verantwortung kommst. Und das durften wir kennenlernen. Ja. Und ich bin sowas von dankbar. Und Ben und ich möchten das in die Welt mit raustragen, was Roberto uns gegeben hat. Er hat 30 Jahre lang gelitten und er hat was für uns als Werkzeug mit in die Hand gegeben, was wir jetzt nach außen tragen dürfen. Wir, die anderen Mastercoaches, wir sind alle ein Team, was wir, ja, was uns bewegt. Das ist ja für mich faszinierend, wenn man sich die Story anguckt, wie das jetzt ins Leben kam, dass der Roberto so lange durch so einen üblen Weg gehen musste mit Darmoperationen und was sie dann ihm rumgeschnitten haben alles. Und eigentlich so eine Message hatte nach dem Motto, wenn du 30 wirst, kannst du froh sein. Genau. Ja. Und wie er sich da rausgezogen hat, muss man sagen, habe ich schon damals gesagt, Hut ab. Und vor allen Dingen nicht, haben wir ja auch oft erlebt, dass solche Menschen sich dann zu Gurus entwickeln und nur noch ich und das nur noch meine Tasche. Da kann man ja mal 20 Rolls-Royce oder 30, was er damals hat. So diese halt Dinge, gar nicht. Und das gibt es beim Roberto überhaupt nicht. Yes. Der ist so ein Herzmensch. Ja. So ist es. Und ist ein ganz normaler und er ist auch nicht distanziert, so nach dem Motto, ich bin der Promi. Natürlich muss ich sagen, die Masse der Menschen, die oftmals ihn bedrängen, auch ein Roberto braucht seinen Ruheraum und seine Schutzzone und muss mal bei sich sein, sonst dreht er durch. Kann ich gut nachvollziehen. Ihr kennt es mittlerweile von den Menschen. Ich kenne das genauso. Und da sage ich immer, beim Mittagessen ihn möglichst nicht stören. Und wenn er auch mal 5 Minuten Pause hat, ihn mal Pause machen lassen. Klar. Und natürlich ist es für mich ganz, ganz erhaben festzustellen, dass Menschen, die nicht jetzt hingehen und sagen, das gibt es natürlich auch, dass Leute das sehen und denken, ach, das ist ein gutes Business. Die gibt es auch, weißt du? Und dann sage ich, gut, er geht zwar aus einem anderen Grund an die Situation heran, aber er geht heran und hat schon mal erkannt, dass es gut ist. Zwar für ihn als das Transportmittel zum Geld verdienen, ist ja nicht negativ, aber das Thema, bei euch war die Intention eine ganz andere. Das eigene Erleben, dieses Überzeugtsein und dann aus dem Herzen heraus tun. Und das macht euch erfolgreich. Ich kann das heute sehr gut unterscheiden, wenn ich Menschen sehe, die geldorientiert sind oder welche, die aus dem Herzen. Und deswegen werdet ihr auch in der Anwendung irre erfolgreich sein bei den Menschen. Haben wir, ja. Ja, glaube ich, könnte ich wetten, dass das so sein wird, weil genau das ist es. Roberto hat auch immer, der gibt die Kraft seines Herzens weiter. Genau. Und wenn der mit den Leuten arbeitet, sage ich immer, kann ich das fast sehen, wie die durch den Raum wabert und zu allen hin. Und das ist fantastisch. Ja, jetzt, wo sitzt ihr denn regional, wenn die Zuschauer jetzt sagen, Mensch, zu denen würde ich auch gern gehen? Wir sitzen in Mainz, Rheinland-Pfalz, ja. Nee, Frankfurt. Alte Heimat. Nee, Frankfurt, genau. Sehr zentral Alte gelegen. Heimat. Ja. Ja, du sagst es schon. Ja.
Und ja, wir haben da auch, wir arbeiten da auch mit Klienten in der Region, ja, aber haben auch Klienten jetzt in Dubai, haben wir zwei, ja, und versuchen jetzt ein bisschen internationaler. Aber wie macht das mit denen? Da macht ihr das über Einzelcoaching via Internettelefonie? Wir machen beides. Wir fliegen tatsächlich, jetzt natürlich nicht, ja, aber wir fliegen zu unseren Klienten oder die fliegen zu uns. Ja, also die zwei in Dubai können das. Ja, aber wir machen jetzt momentan Zoom-Coachings, ja, also über Zoom-Meetings. Aber jetzt sehr bald, jetzt im August, haben wir wieder zwei Termine. Am 1. und am 2., wo wir dann wieder Seminare geben dürfen. Ja. Info für die Zuschauer. Am Ende dieser Info hängt immer der aktuelle Widescreen dran, wo beschrieben ist, wann die nächsten Veranstaltungen, wann die nächsten Seminare oder Vorträge von Miriam und Bob zu finden sind. Und immer wieder Ben. Tun wir das. Ben? Ja, Ben. Nicht Bob. Klingt du auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Also der Ben, der Bob heißt, oder Bob, der Ben heißt, da finden Sie das. Der Baumeister, das Werkzeug hatte ja dabei. Werkzeugkasten. Siehst du, es passt immer alles zusammen. Und, aber wichtig, dein Name hat deine Schwingung und deswegen solltest du auch Ben weiterhin heißen. Das passt dann zu dir. Bleiben wir bei unserer Überlegung. Das heißt, du fängst wieder an, jetzt Anfang des nächsten Monats auch mit Menschen aktiv zu arbeiten. Richtig. Und dann ist ja eigentlich dein Thema der englische Sprachraum, oder? Richtig, richtig. Ich meine, das wäre ja jetzt so ein Punkt. Ich meine, du bist ja halb Amerikaner, glaube ich. Richtig, korrekt. Bildungssprache ist auch Englisch, ja. Na wunderbar. Von daher passt das ganz gut. Ja, wir, wie gesagt, wir arbeiten jetzt dran, dass wir auch ein internationales Publikum anziehen. Ja, das heißt, USA, England und alle anderen englischsprachigen Interessenten dürfen uns da gerne auch aufsuchen. Ja. Das ist natürlich schön. Und es wäre natürlich möglich, auch jetzt Menschen auszubilden, die aus dem englischen Sprachraum kommen. Korrekt. Weil da wird es ja, wie gesagt, noch nicht so verbreitet sein, weil Roberto, glaube ich, hat es bisher nur auf Deutsch gemacht, wenn ich mich erinnere. Mhm. Und da gibt es natürlich jetzt ein riesen Publikum, was das auch lösen kann. Und wir wissen ja, ne, je mehr Leute dieses SHT machen, hat es auch noch eine Gesamtwirkung aufs genau. Feld. Genau. Das ist das Schöne. So ist es. Und wir merken ja immer, wenn mehrere Menschen zusammen sind, wie die Energie unheimlich hochfährt. Ne? Wenn die alle in dieser Schwingung sind und wollen die Heilung. Mhm. Und dann merke ich das immer, dass es anders ist, wenn ich mit Roberto 1:1 agiere oder wenn ich bei einer Veranstaltung bin und wenn wir manchmal Filme oder Interviews machen und du bist da mit drin, dann mache ich dir die Augen zu. Dann spüre ich, wie unfassbar stark diese Energie wird. Und das ist natürlich das, wenn viele Leute mit dem Herz dabei sind, dann funktioniert das. Das kann ich nur bestätigen, Norbert. Also wenn man mal auf so eine Master-Coach-Ausbildung dabei war, da spürt man, dass es geht bis ans Mark. Ja, also da ist eine Liebe da in diesem Raum, die... Das ganze Team von Roberto auch, die strahlen das so richtig toll aus. Also wir sind jetzt selbst ein Teil vom Team, ja. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir noch die Ausbildung gemacht haben, das war wunderbar. Sag mal, du hast ja früher bestimmt irgendeinen normalen Beruf gehabt, irgendwas gemacht, was jeder so irgendwann macht. Richtig. Wenn du jetzt so ein bisschen reflektierst von dem Tag, wo du letztendlich das erste Mal dich mit SHT beschäftigt hast und heute, wie würdest du denn sagen, hat sich euer Leben verändert? Welchen Einfluss hatte das ganze Umfeld, SHT, die Heilung, die man erfahren kann über Kind oder selbst? Wie würdet ihr denn sagen, hat es in eurem Leben gewirkt? Habt ihr da gespürt, dass es harmonischer geworden ist oder? Also ich muss erst mal sagen, dass die SHT nicht nur für Menschen geeignet ist, die ein Krankheitsbild haben. Die SHT ist wirklich ein Ruf für deine Seele und du kannst also Roberto sagt es immer so schön, in jede Richtung kannst du damit ausstrahlen, du kannst damit wirklich alles verändern, auch in die Fülle zu kommen, Schicksalsveränderung, all das beinhaltet die SHT. Und mein Sohn hatte die Allergie, habe ich gesagt, der Ben hatte sein Krankheitsbild, aber toll, 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 also bei mir war jetzt nichts, wo ich sage, dass ich das suche, weil ich es brauche und weil es sein muss, sondern meine Seele hat danach gerufen und ich appelliere an jeden, der merkt, seine Seele, also da ist was da drin, aber du kannst es nicht ausleben, ja? Versucht die SAT-Technik an euch selbst und ihr werdet sehen, dass das alles auf euch zukommt. Also es passiert dann von alleine, weil man sich in diese Frequenz oder in diese Liebe einschwingt und es zulässt. Mhm. Ja, das Herz wird geöffnet. Bei der SAT, also bei dem Seminar,
konnte ich ganz stark spüren, wie das Herz nochmal aufgegangen ist, dieses Herzchakra mit Robertos Worten. Und genau das vermitteln wir mit unserer Schwingung. Wir haben gemerkt, als wir damals angefangen haben, gab es auch natürlich in der Familie, wir haben eine große Familie, gab es auch einige Zerrütteleien, und das ist vorbei. Also es gibt am Anfang, so sage ich immer, kleine Erschütterungen, bis sich jeder wieder auf das neue Level gefunden hat. Aber dann, das muss ich auch sagen, kommt eine Ausgeglichenheit und ein Frieden in dein genau. Leben. Heute weiß ich, was das Wort Zufriedensein bedeutet. Mhm. Heute. Mhm. Habe ich lange Jahre habe ich es benutzt, aber nicht gewusst, wie es sich anfühlt. Heute weiß ich, wie es sich anfühlt. Und das Gefühl, sage ich immer, kann man gar nicht beschreiben. Wenn du in diesem inneren Frieden bist, weißt du, wenn du nicht dieses Konfliktpotenzial, das. Genau. Und wenn du immer Gegnerschaften hast, du bist immer gegen das und gegen jenes. Genau. Sag, nein, hat sich alles bei mir erledigt. Ich bin gegen überhaupt nichts. Genau. Ich bin nur für Dinge. Ja. Das ist toll, wie du das sagst, Norbert, weil Mutter Teresa wurde ja damals in den 70ern gefragt, ob sie an einer Demonstration gegen den Vietnamkrieg mitmacht. Da sagte sie nein. Und da haben die Leute ganz verdutzt geguckt und haben gesagt, aber warum? Da sagte sie, wenn sie eine Demonstration für den Frieden machen, dann bin ich dabei. Genau. Ja? Und genau das ist es. Ja? Man ist so in der Liebe, man hört, man ist nicht mehr im Kampf. Ja? Und man ist in der Selbstliebe und auch man strahlt es auch aus und bekommt es auch wieder. Und es ist so wunderschön. Ich kann es, die Gänsehaut. Ja, genau. Alle Menschen, die ich jetzt kennengelernt habe, die diese Master-Coach-Ausbildung machen, sagen fast das Gleiche. Ja, es ist auch so. Also ich habe am Anfang immer gesagt, wie funktioniert das? Wieso kommen die dahin? Da sagt der Roboter, guck, Liebe ist für alle gleich. Mhm. Und wenn du einmal dich da dann gedockt hast, dann handelst du liebenswert. Und das tun alle gleich. Mhm. Der eine geht da hin und sagt, ich hau dir jetzt mal liebenswert einen rein. Das macht ja niemand, weil er weiß ja, er will dich verletzen. Mhm. Also sagt er, gibt es diese Dinge gar nicht mehr. Die sind einfach im Programm gelöscht. Mhm. Wenn jetzt unsere Zuschauer sagen, Mensch, der Ben und die Miriam, das wären Menschen, von denen würde ich mich auch gern coachen lassen. Im Moment hätten Sie die Möglichkeit anzufragen über eure E-Mail, die Sie auf der eingeblendeten Website finden. Mhm. Dann kann man, wenn Sie weiter weg sind, nach wie vor Termine mit euch vereinbaren via Internettelefonie. Mhm. Die zweite Möglichkeit, Sie können mit euch Termine vereinbaren, dass Sie sich coachen lassen. Right. Oder Sie besuchen ein von euch ausgeschriebenes Seminar, wo SHT gelehrt wird, wie wir das auch vom Roberto kennen. Auf den Punkt gebracht. Genau. Also, liebe Zuschauer, wir haben jetzt eine wilde Zeit hinter uns. Viele Menschen haben in dieser Zeit Ängste aufgebaut. Viele Menschen sind durch die Situation in ein Leben gekommen, wo plötzlich nichts mehr so ist, wie es vorher war. Und das gibt uns natürlich wieder neue Herausforderungen. Aber in meinem Leben kann ich Ihnen immer nur sagen, alle Herausforderungen haben mich immer weitergebracht und ich habe sie mit Freude angenommen. Und was ist passiert? Solche Informationen von Menschen wie dem Ben und der Miriam sind in mein Leben gekommen und haben plötzlich mir Informationen vermittelt, wie ich mich weiterentwickeln konnte, aber nach meiner Entscheidung. Und das ist das, was wir vermitteln wollen. Schauen Sie, dass Sie in Ihrem Leben nicht mehr in Angstszenarien und in alten Mustern hängen und Glaubenssätzen, die man irgendwann Ihnen vermittelt hat. Durch SHT und durch Menschen wie die Master Coaches können Sie sich davon befreien, endlich sich spüren und sein Leben leben. Und das ist das Ziel, was Ben und Miriam verfolgen. Und schön wäre es, wenn das bei Ihnen ankommt und Sie irgendwann auch lächelnd durchs Leben gehen können und sagen, früher hatten wir Probleme, heute haben wir nur noch Ziele. Und das ist genau das, was die Sendung Ihnen vermitteln will. Nutzen Sie die eingeblendeten Webseiten und Telefonnummern, dort können Sie Kontakt aufnehmen. Und gleich im Anschluss der Widescreen zu den nächsten Veranstaltungen. Ben, sag vielen Dank, dass ihr danken. Da wart. Es Dankeschön. War mal wieder toll. Wann hast du die nächste Veranstaltung? Die ist am 1.8. 1.8. in Wiesbaden. Für die Zuschauer natürlich zu wissen, die Aufzeichnung ist wesentlich vorher. Deswegen kann es sein, wenn Sie das hören, ist vielleicht der 1.8. schon rum. Deswegen der Widescreen. Und da schauen wir mal. Ich habe viel in Deutschland zu drehen in Zukunft. Würde ich auch gern mal hinkommen, wenn ich das darf. Und mal kurz Hallo sagen. Weil wir würden uns freuen. Wir würden uns freuen. Dankeschön. Norbert. Miriam, auch vielen Dank, dass du da warst. Und
toll, wie du das aufgenommen hast und auch, dass es deinem Sohn gut geht. Ich hoffe, das bleibt weiter so. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Auch Ihnen, liebe Zuschauer, meinen Dank, dass Sie wieder dabei waren und sich informieren und Dinge in Ihr Leben einbauen, die zu Ihrem Vorteil sind. Bis zum nächsten Mal.